Zum Schluss möchte ich dann noch fragen, was werden die wichtigen SEO-Trends 2017 werden? Also was wird besonders gut funktionieren und was wird überhaupt nicht mehr funktionieren? Astrid? Also ich glaube, ganz wichtig wird für uns alle werden, wie wir in dem quasi Google-Frame noch konvertieren können. Also wir haben ja jetzt irgendwie seit ein paar Tagen die Bildersuche schon am Start, wo es auch schon ganz viele Proteste gibt zu dem Thema. Genauso Featured Snippets und eben wie die SERPs an sich sich verändert haben und wie ich in dem Bereich noch das meiste für mich rausholen kann. Also Rand Fishkin hat ein schönes Beispiel gebracht mit der Suchphrase, was sind die 7 verlorenen Fabergé-Eier? Und im Featured Snippet werden dann eben die ersten 3 genannt und dann muss man die Seite besuchen, um sich die restlichen 4 anzeigen zu lassen und so. Also mit genau solchen, das sind ja keine Tricks, aber eben mit den SERPs an sich werden wir mehr arbeiten müssen. So. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich sowieso für sein Landingpage-Design zu Herzen nehmen kann, dass man sagt, okay, die Google SERPs sind eigentlich das größte Usability Lab der Welt. So, weil Google einfach alle seine Daten verwendet, um die Seite so zu bauen, was der Nutzer will. Das heißt, ich habe eine Suchanfrage und Google sagt, zu dieser Suchanfrage wollen die Nutzer Bilder, also wird da jetzt das Vertical Images eingeblendet. So. Und dann muss ich eben auch eine Bilderstrecke präsentieren auf meiner Seite oder eine Bildergalerie. So. Also das ist einfach was, was wir uns, glaube ich, in diesem Jahr dann ganz besonders zu Herzen nehmen sollten. Und natürlich dann der Switch zu Mobile und was das dann eben für uns bedeutet in der Gestaltung unserer Seite. Also das wären für mich die, was so jetzt die inhaltlichen Faktoren angeht, so die wichtigsten für dieses Jahr. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Mobile der Trend wird, wo wir auch noch nicht genau wissen, was genau kommt. Ja? Also mit diesem Mobile-First-Index müssen wir einfach abwarten, was macht Google dafür für Ansagen, wo geht die Reise hin. Ich glaube, dass die Domains, die jetzt schon responsive sind, natürlich den großen Vorteil haben. Die anderen, die noch mit mobilen Subdomains arbeiten, da wird's dann, die müssen mal gucken, wie sie da noch nachrüsten müssen. Also ich kenne etliche Inhouse-SEOs, die jetzt gerade da ihre Ressourcen drauf schaufeln und das Ganze glatt ziehen. Ich glaube, das wird einige Inhouse-SEOs massiv beschäftigen jetzt in diesem Jahr. Ich möchte aber auch noch auf so ein paar Basics eingehen, die ich einfach, also die bis jetzt auch schon wichtig waren, die ich aber für dieses Jahr einfach auch stark in den Fokus nehme. Und das ist unter anderem auch ein sauberes Index-Management. Also zu gucken, was muss ich wirklich indizieren lassen, was macht Sinn, dass es rankt, was macht keinen Sinn, wo kann ich die User-Intention eigentlich auch nicht abfangen. Ja? Also das Ganze ausmisten, dazu gehört natürlich auch ein gutes technisches Setup der Seite. Das bleibt, glaube ich, weiterhin wahnsinnig wichtig. Und dem zugrunde liegend natürlich auch die Steuerung des Crawlers. Es gibt immer noch Seiten, da wird alles gecrawlt, da fließt alles in den Index rein und ich glaube, da muss man wirklich gewaltig ausmisten. Auch mal gucken, was rankt überhaupt zu welchen Suchanfragen, ändern sich die URLs im Ranking, hat man da quasi eine interne Konkurrenzsituation und das versuchen halt wirklich zu fokussieren und gerade zu biegen. Ich glaube, das bringt vielen Seiten nochmal einen großen Mehrwert. Ich glaube, Fokus auf User-Intention ist weiterhin natürlich das Top-Thema und dazu ist auch wichtig, die Zielgruppe zu kennen. Ich glaube, da haben viele Unternehmen noch etliche Schwächen, weil sie auch gar nicht wissen, wie sie ihre Zielgruppe analysieren können. Ja, also durch Umfragen, Testing ist auch so ein Thema, was, glaube ich, vernachlässigt wird. Und das sind so meine Top-Themen für dieses Jahr. Für mich auch ganz klar 2017 immer noch mobile first, aber da reicht es halt nicht nur responsive zu sein, sondern wirklich die Inhalte anzubieten, die man mobile braucht. Also nur responsive, nur plötzlich ist alles, passt auf dem Bildschirm drauf, ist halt nicht mobile first. Sondern es ist einfach, wir haben eine große Website klein gemacht und super, passt dann. Also das Thema begleitet uns schon lange, aber wird halt relativ selten wirklich sauber umgesetzt. So, das ist nur ein Thema, was auf jeden Fall auch für die SEOs wichtig ist, um den Intent der User wirklich auch einzufangen, um das, was sie brauchen, das, was sie wollen, auch das zu liefern. Und dann ist der Trend für mich auch als zweiter ganz wichtiger, Tricks funktionieren immer schlechter. Dieses, was noch vor einigen Jahren war, boah, ich erzähle dir heute, wie du morgen ranken kannst, machst du den Schalter, legst du um und zack, bist du vorne. Das ist halt vorbei. Das gibt es vielleicht in Nischen, nur mal kurzzeitig so ein paar Sachen, aber es gehen die Tricks, kann man einfach vergessen. Einfach sauber arbeiten, also noch sauberer arbeiten und das liefern, was der Nutzer eigentlich möchte. Das, was er braucht. Und damit dann auch ranken können.
durch die Signale. Das ist so die beiden Sachen, die ich ganz wichtig finde. Ja, also ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Das ganze Thema Search Intention, User-Zentrierung, User-Focus ist ein ganz, ganz wichtiges, definitiv. Darauf basierend natürlich, welche Inhalte präsentiere ich denn auf meiner Webseite, an welcher Stelle und vor allem auch auf welchem Device an welcher Stelle. Ja? Also die Anordnung, die häppchenweise Präsentierung von Inhalten. Und damit einhergehend, glaube ich, auch das ganze Thema AB-Testing. Ja, also auch für den, nicht nur für den Bereich Conversion, sondern auch SEO. Einfach um zu schauen, welche Inhalte funktionieren, an welcher Stelle am besten und geben an welcher Stelle einfach die besten Signale für ein gutes Ranking. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, es sind eigentlich alle Punkte schon gesagt. Ich glaube, mit der Personalisierung besser auf den User-Intent eingehen, das ist natürlich super wichtig. Klar, ich meine, das zieht sich ja durch alle Faktoren durch, die wir heute diskutiert haben. Das wird natürlich noch viel extremer werden in der Zukunft. Das wird eine richtige Hyperpersonalisierung auch, ne, weil Google ja sehr genau alles mitmessen kann. Also auch ein iPhone-User reagiert anders auf SERPs wie ein Android-User. Ja, sucht vielleicht auch höherpreisige Produkte als ein Android-User. Leute, die aus Hamburg bestimmtes Keyword suchen, kriegen andere Suchergebnisse wie jemand aus München, Local-Intent. Also Google kapiert das ja sehr genau, mit welchen Devices, wo oder was weiß ich auch immer, Suchanfragen gestellt wird, wie dann das Suchverhalten anders ist und dann vielleicht auch andere Seiten entsprechend ranken müssen oder nicht. Also das wird alles noch extremer werden, also muss ich mich damit auseinandersetzen. Ganz wichtiger Punkt von dir, Crawl-Management. Ich glaube auch, dass gerade das Crawl- und Indexierungsmanagement ist eigentlich die aktuell eine der wichtigsten Aufgaben für den modernen SEO, dass ich wirklich darauf achte, was wirklich hier im Index landen soll. Ich sage da ganz gerne immer, dass man sich eigentlich immer drei Fragen stellen sollte bei jeder Seite. Brauche ich die Seite für den User? Muss die Seite in den Index? Muss die Seite für irgendwas ranken? Ne? Und ich glaube, die Fragen muss man sich einfach stellen, gerade im Zeitalter vom Panda. Ja, früher haben wir immer alle gesagt, ah, du hast 1000 Seiten, mach 1 Million Seiten. Wenn die alle einen Besucher am Tag kriegen, ja, dann hast du 1 Million Besucher. Das hat natürlich jeder gesagt und jeder gemacht, da nehme ich mich ja auch nicht raus. Ja. Aber gerade dagegen hat ja dann der Panda dagegen gewirkt. Ne. Das ist genauso, ich will gar nicht mehr hier größter Index oder was weiß ich, ich will nur die relevantesten Seiten. Und wenn ich es also schaffe, meine Seite möglichst kompakt, möglichst klein zu machen, ich kann ja von dort aus auch wieder nach draußen arbeiten, ich kann auch wieder da wieder größer werden, aber ich glaube, das sollte das Ziel sein, dass ich das so kompakt mache und wirklich nur das dem Crawler zum Fraß vorwerfe, was ich auch wirklich dann im Index haben will. Genau. Wichtigster Faktor, glaube ich, ist noch der Speed, die Geschwindigkeit. Ich glaube, Geschwindigkeit, das wird immer wichtiger werden, weil sich die Leute auch daran gewöhnen. Die gewöhnen sich einfach daran, dass manche Ergebnisse einfach unglaublich schnell da sind. Also jetzt AMP oder wie auch bei Facebook haben wir das ja auch mit Instant Articles. Da klicke ich ja auch lieber auf die, die in Instant Articles sind, gegenüber dem, wo ich immer... Ja, wo ich warten muss, ja. Und das kennen wir ja alle, ne? Also da sind wir ja selber auch der User, der durch sowas genervt ist, ne? Und genau dadurch, dass ich auch diese schnelleren Angebote habe, immer mehr schnellere Angebote habe, werden sich die Leute immer mehr daran gewöhnen. Und genau das ist ja wieder der User-Intent-Effekt, den Google da mitmisst. Und dann merkt man, oh cool, also AMP-Ergebnisse sind richtig beliebt. Ja, natürlich, sie sind halt auch einfach schneller, ja. Und genau deswegen wird sich das natürlich noch mehr durchsetzen und der Content muss einfach in 3 Sekunden da sein, above the fold über 1 Sekunde, sonst spiele ich einfach nicht mehr mit. Punkt. Ja, also definitiv in 2017. Und dein Punkt, den du am Anfang auch gemacht hast, fand ich auch nochmal super wichtig. Ich muss mit den SERPs arbeiten. Ja, ich meine, das machen auch immer noch viel zu wenige, dass ich mal, wofür ich eigentlich ranken will, mal eingebe und mal gucken, was rankt da überhaupt, ja, und was sind da auch für Universal Search Integrationen zum Beispiel halt drin. Und darum geht's. Dominate the SERPs. Ne? Wenn da Bilder drin sind, will ich meine Bilder da drin haben. Wenn da News drin ist, will ich meine News da drin haben. Wenn da ein Video drin ist, will ich ein Video da drin haben. Es geht nicht nur mehr darum, Platz 1 für ein Ergebnis zu sein. Idealerweise bin ich alle 10 Ergebnisse. Dominate the SERPs. Und gerade auch, wenn ich dann Special Features habe, wie so Knowledge Graph Integration, da will ich rein. Ne? Wenn ich da irgendwo ranke, da will ich hin. Ne? Und genau das muss der Anspruch von SEO sein, dass ich einfach das maximal Mögliche immer aus den SERPs raushole. Und das sollte auf jeden Fall 2017 auf jedem Zettel sein. Prima, vielen Dank.